geben wird, also mit Kiel, Flensburg, Magdeburg, Berlin und den Rhein-Neckar-Löwen. Und das sind über alle. Hannover gelingt es wieder, Stress zu machen über die bewegliche 6-0. Ein, zwei Nackenschläge und es sind wieder drei Tore Rückstand. So, das ist auch eine interessante Personalie. Natürlich hier mit der 10, Veit Mevers. Der hat in der vergangenen Saison noch für den heutigen Gegner gespielt. Jepson kommt zurück. Steinert mit seinem Nick. Strimeljan. Edvardsson. Es geht so einfach. Super. Super von Mevers. Der belebt das Spiel ganz eindeutig. Er bringt Tempo rein. Ist genau das, was Erlangen in der Vergangenheit abgegangen ist. Jonathan Svensson. Wer will es ihm verdenken? Sein erstes Bundesligaspiel. Aus Üstaz gekommen. Das ist übrigens der Gegner der Hannoveraner am Samstag im Europapokal. Jetzt ist Brozovic da. Und Jepson. Wow. Kurze Ecke. Und das ist es, was Christian Prokop von ihm sehen will. Fischer am Kreis. Kulesch ist im Spiel. Ja. Okay, und das bekommen sie von ihm, von der Bank. Oh, sensationelles Tor von Kulesch. Ich finde es richtig, dass die Schiedsrichterin da laufen lassen. Link. Clever. Super gesehen, super abgelegt. Christopher Bissel. Oh! Hampus Olsen. Sie geben Rot. Sie geben Rot. Sie entscheiden nach dem ersten Eindruck traditionell. Komm, wir haben noch 10 Minuten zu gehen. Brutto-Spieldauer Stunde 40 beinahe. Das sind die vielen Unterbrechungen, die sich da jetzt bemerkbar machen. Veit Mevers, viel zu schwach, also, meine Güte. Das geht nicht in der Bundesliga. Das ist der pure Wille. Und 2 Minuten für Brozovic. Kulesch. Kulesch! Schwierig für den Keeper, der kommt zwar zentral, aber Verlin sieht ihn so spät. So viele Hände vor ihm. Es sollte aber doch jetzt mindestens ein Punkt sein. Welch ein Spiel zum Auftakt. Und der ganz große Kampf des HC Erlangen wird nicht belohnt. Wow, durchschnaufen.